Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Gerhard Wiesheu, ich bin Partner im Bankhaus Metzler, Vorstandsvorsitzender des Deutsch-Japanischen Wirtschaftskreises und Stiftungsratsvorsitzender des Japanisch-Deutschen Zentrums Berlin. Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute begrüßen darf, gemeinsam mit meiner Frau Yumiko auf Deutsch und Japanisch zu einem ganz besonderen Konzert. 皆様, konnichiwa, 妻の Yumiko です。この度は日独交流160周年を記念してのオンラインコンサートにご参加くださいまして誠にありがとうございます。Meine Damen und Herren, ein Konzert der besonderen Art zu einem besonderen Anlass. Wir feiern dieses Jahr 160-jähriges Bestehen des deutsch-japanischen Freundschaftsvertrages. Er wurde 1861 abgeschlossen zwischen Preußen und dem damaligen Shogunat, dem Tokugawa-Shogunat in Japan. Eine lange Zeit, eine vertrauensvolle Beziehung, die es gilt zu pflegen und das gilt es auch zu feiern. Unser Bankhaus, das Bankhaus Metzler, meine Damen und Herren, hat auch eine lange Verbindung zu Japan. Und zwar ist Moritz von Metzler bereits 1893 für 2 Monate mit dem Schiff nach Japan gefahren und hat einen wunderbaren Reisebericht geschrieben über das schöne Land, über die Menschen. Und deshalb wollen wir natürlich auch jetzt einen Beitrag leisten zu diesem besonderen Jubiläum. 160年というと長いような短いような気もいたしますが、この通商条約が結ばれた当時がまだ江戸幕府とプロイセンであったこと、その間に世界大戦が2つもあったことを考えると、長年のお互いの努力があったからこそ、今日160周年をお祝いできるのだと思います。お互いの先人たちや日独交流事業にご尽力いただいている方に敬服いたします。思い起こせば10年前の日独交流150周年をお祝いしたとき、当地のフランクフルトではジャパンウィークと称し、日本から文化関係の方々を約1000人ほどお呼びし、多様な文化交流をいたしましたことをとても懐かしく思い出します。Eigentlich, meine Damen und Herren, wollten wir die Oper nach Japan bringen. Sie sollte in Tokio, in Nagoya, in Osaka gastieren. Aber leider hat uns Covid einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und wir haben nicht aufgegeben, sondern wir haben durch die Unterstützung der Künstler der Frankfurter Oper ein Konzert aufgezeichnet. Ein kleines Konzert, was die Hygienevorschriften heutzutage hergeben. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch den Künstlern danken, die das ermöglicht haben. Auch freut es mich ganz besonders, dass Herr Moriuchi dabei ist, ein japanischer Pianist. Und so haben wir wieder die Beziehung Deutschland-Japan. Und an dieser Stelle ein ganz besonderes Dankeschön an Herrn Löbe, an den Intendanten der Oper Frankfurt, denn er hat es ermöglicht, dieses Konzert aufzuzeichnen. Vielen Dank. Frankfurt Opera war totemo yūshū de, saikin de wa 2015年, 2018年, so shite sakunen no 2020年 to ドイツ国内で年間最優秀オペラに選ばれております。Meine Damen und Herren, Beziehungen leben von Menschen. Die Menschen füllen Beziehungen aus, sie aktivieren sie, sie gestalten sie. In dem Zusammenhang bin ich sehr froh, dass vor mehreren Jahren die Stadt Yokohama und die Stadt Frankfurt eine Partnerschaft eingegangen sind. Und diese Partnerschaft lebt, sie ist aktiv, viele Protagonisten, die sich engagieren, eine tolle Beziehung. Hier möchte ich mich auch bedanken bei Oberbürgermeisterin Hayashi der Stadt Yokohama und dem Oberbürgermeister Feldmann der Stadt Frankfurt, die beide diese Partnerschaft pflegen und sehr, sehr unterstützen. Vielen Dank dafür. Yokohama-shi to Frankfurt-shi no Partner toshi teiketsu 10 shounen, makoto ni omedetou gozaimasu. 10 年前に Hayashi-chou ga Frankfurt ni okoshi nari, 前 Frankfurt-shi-chou とゲーテハウスでご調印され、一緒にお祝いした時のことを懐かしく思い出します。実は私の所属しております茶道裏千家炭鉱会フランクフルト協会も今年は10周年を迎えます。ちょうど10年前の日独交流150周年の年に、千元室名誉会長、千宗室会長から5人化を賜り発足いたしました。その6月にはお家元様、ご令嬢の牧子様、おいご様の泉礼一郎様、ご臨席のもと、
私たちが今いるここのボナメースで当教会の八回式を行いました。私たちにとってかけがえのない貴重な一期一会となりました。10周年を迎え、私たちも気が引き締まる思いでございます。Meine Damen und Herren, wir beide kommen jetzt zum Schluss unserer Begrüßung und es freut mich sehr, dass ich jetzt ankündigen darf, Grußworte von der Botschafterin Lepel, deutsche Botschafterin in Tokio, und Herrn Yanagi, japanischer Botschafter in Berlin, die beide jetzt zu uns sprechen werden. Ihnen wünsche ich ein tolles Konzert, ein entspanntes Konzert, ein schönes Konzert. Feiern Sie gemeinsam mit uns, bleiben Sie gesund und optimistisch. Dankeschön. 今現在コロナ禍で行動が規制され大変な状況ではございますが、価値観を共有する日本とドイツの交流がますます発展することを心より願っております。では皆様、何卒お元気でお過ごしください。後ほどの素晴らしいコンサートをお楽しみください。 Liebe Opernbegeisterte in Deutschland und Japan, ich freue mich sehr, Sie zum kleinen, aber feinen Videokonzert der Oper Frankfurt zu begrüßen. Natürlich hätte ich noch lieber im vergangenen Jahr das Ensemble der Oper Frankfurt auf seiner Tournee hier in Japan willkommen geheißen. Aber wegen der Covid-19-Pandemie konnte dieses Vorhaben ja leider nicht verwirklicht werden. Aber die Oper Frankfurt und das Bankhaus Metzler als Tourneesponsor haben das Projekt nicht einfach traurig zur Seite gelegt, sondern etwas Neues daraus gemacht. Ein kurzes Konzert aus Anlass des 160. Jahrestags der Aufnahme deutsch-japanischer Beziehungen, den wir während des ganzen Jahres 2021 in Deutschland und Japan feiern. Die Musik ist ein sehr wichtiger Strang im vielfältigen Gewebe unserer Beziehung. Beim heutigen Konzert personifiziert durch den japanischen Pianisten und Dirigenten Takeshi Moriuchi, Studienleiter der Oper Frankfurt. Ich danke allen, die dazu beigetragen haben, gleich am Anfang des Jubiläumsjahres diesen gemeinsamen musikalischen Akzent zu setzen. Allen Zuhörerinnen und Zuhörern wünsche ich viel Freude am Konzert. 皆さん、こんにちは。駐ドイツ連邦共和国大使の柳秀直です。本日、日独交流160周年事業として、フランクフルト歌劇場で活躍されるオペラ歌手の皆様、そして日本人指揮者の森内武さん他によるオンラインのオペラコンサートが開催されることを大変嬉しく思います。コンサートの実現にご尽力されていただいたメッツラー銀行をはじめとする関係者の皆様に心からお礼申し上げます。フランクフルトは横浜市とパートナー都市協定を結んでおり、今年は10周年を祝います。またアイントラフトフランクフルトで長谷部鎌田の両選手が活躍しており、日本人の多くが身近に感じるドイツの街の一つです。コロナの影響が続く中、オンラインコンサートという形で様々な場所にいるより多くの方々が楽しめるということは、今の時代だからこその体験ではないでしょうか。森内武さんはフランクフルト歌劇場の指揮者としてご活躍され、また現在コロナによる通常のコンサート実施が難しい状況の中、リハーサルのマネージメントやキャスティング等を担う役職にも就かれ、劇場に所属する演奏家の精神的なサポートを行うなど、劇場の運営に中心的な役割を担っているとお聞きしています。フランクフルト歌劇場は昨年オパンベルト市で今年のオペラ劇場に選ばれたと承知していますが、森内さんが日本人音楽家としてフランクフルトでこうした快挙にご貢献されたことは大変素晴らしく誇りに思います。それでは皆様、コンサートをどうぞお楽しみください。Thank you.
Wie vor
Tu vas retourner au pays. Oui, sur